Manchmal passieren einfach Dinge, mit denen rechnet man nicht. Zocki beispielsweise kann nach über 11 Jahren immer noch auf YouTube herumschreien, Donald Trump wird Präsident und Xtro bekommt eine Fortsetzung. Nein, Xtro bekommt sogar 2 Fortsetzungen. Und so wurde 13 Jahre nach der Produktion von Xtro, nicht alle Außerirdischen sind freundlich, und dann dem etwas weniger interessant betitelten Xtro 2, die zweite Begegnung 8 Jahre später, auch ein dritter Teil in die cinematografischen Annalen gerotzt. Ein Film übrigens, der im deutschsprachigen Raum sogar in geschnittener Fassung von New Vision und Highlight auf VHS veröffentlicht wurde und auf DVD sein Dasein auf Discs von Screen Power Retrofilm bzw. Laser Paradise in der Red Edition Reloaded fristen muss. In Amerika hat der Film jetzt allerdings dann doch deutlich besser, denn da hat Vinegar Syndrome wieder mal, sagen wir, die Rosettenschaufel ausgepackt und hat diese cinematografische Diarrhö ausgegraben, um uns eine wundervolle Limited Edition zu präsentieren. Mit einem Cover-Artwork, das etwas, ich weiß nicht, an mich erinnert das ehrlich gesagt immer so an meinen Nachbarn in der Schule während Schularbeiten. Also mit diesem leicht ausfahrenden Giraffenhals und den leuchtenden Augen gepflegt rüberschauen, während ich ganz bewusst in die Tabelle die falschen Ergebnisse eintrage, nur um sie dann 2 Minuten vor Abgabe wieder zu korrigieren. Ich war ein Arschloch, wobei ich sollte vielleicht in dem Fall nicht unbedingt in der Past Tense davon reden. Anyways, wir haben hier ein erleuchtetes Motiv, irgendeine Alien-Visage, die offensichtlich aus einer Explosion gewachsen ist und versucht, irgendwelche Sternenbilder zu lesen aus dem Sternenhimmel. Hat natürlich auch dieses Mal wieder, wie von Vinegar Syndrome nicht anders gewohnt, einen geprägten Titelschriftzug mit an Bord, der außerdem noch mit dem Partial Gloss Element versehen ist, und dann auf dem Backcover eigentlich ein Motiv, das ich ziemlich cool finde. Das ist zwar so, ich meine, mit den Corona-Maßnahmen kann man es irgendwie verstehen, dass ein Zeichner vielleicht hinter einer Glasscheibe sitzen muss, wenn er irgendwie fürs Cover-Artwork arbeitet, aber wenn es regnet, ist dann halt irgendwie blöd, dann hat man halt diese ganzen Verzerreffekte im Bild, aber irgendwie ist es auch dieses Mal wieder haptisch und optisch absolut phänomenal. Vor allem, wenn ich mir dann denke, dass dieser Großkopf-Alien dann auch noch auf dem eigentlichen Keepcase zu sehen ist und dort so ein kleines bisschen aussieht, finde ich fast wie eine Mischung aus Tyrion Lannister und Tree of Life. What the fuck is this creature? Aber auf jeden Fall finde ich toll, dass es nicht irgendein Xtro 3 ist, sondern Harry Bromley Davenport's Xtro 3. Nur damit wir es halt jetzt nicht mit allen anderen Xtro 3s verwechseln, die es irgendwo sonst noch gibt. Da haben wir auf jeden Fall ein wirklich schickes Case eben wieder angefertigt von Vinegar Syndrome. Mit drinnen dann einer DVD bzw. Blu-ray mit einem alternativen Wendecover, das aber lustigerweise in diesem Fall dasselbe Motiv ist, das wir auf dem eigentlichen Schuber vorgefunden haben, nur mit ein bisschen einem anderen, anders platzierten Titelschriftzug, der ein bisschen kleiner ist. Finde ich aber trotzdem, wie von Vinegar nicht anders gewohnt, ein sehr schickes Package, ein sehr schick und hochwertig verarbeitetes Package eigentlich, mit dem ich relativ zufrieden bin.